Wenn jemand die Wahrheit redet, ich habe schon in so vielen Vorträgen davon geredet, dass wir gegen Terrorismus sind, dass wir für ein friedliches Miteinander sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich sage, Islam und Christentum sind gleich. Das heißt es noch lange nicht. Das ist eine Sache, vor allen Dingen, die wir im Hinblick auf Akhira betrachten müssen, auf das Jenseits. Wenn du einen Christ fragst, wir haben auch schon Diskussionen gehabt mit Christen, da steht übrigens auch da drin, für solche Diskussionen wäre ich wahrscheinlich nicht zu haben, steht da drin, kein Problem, was so geschrieben wird, haben wir ja schon einige gehabt. Auf jeden Fall, wir haben mit einigen geredet, die sagen genau dasselbe, dass ihr Weg der richtige Weg ist. Also warum kann ein Christ das sagen, aber du als Muslim darfst das nicht sagen? Subhanallah. Und nochmal, zum Mitschreiben, ich habe es schon mal gesagt, in Rodenbach, das ist ja auch hier gar nicht so weit von hier entfernt. Ich sage es nochmal, jeder Muslim, der in Deutschland lebt, das ist meine Botschaft, das habe ich schon so oft gesagt, der muss sich hier friedlich verhalten in diesem Land und der muss diese Sachen, wie zum Beispiel Stehlen, Rauben, Vergewaltigung, Drogenhandel, diese ganzen Sachen muss er unterlassen. Erstens, weil Allah es verboten hat und zweitens, was die Sache noch bestärkt, was die Sache noch etwas intensiviert, ist, weil er damit ein schlechtes Bild für den Islam abgibt. Das ist erstmal die Botschaft, die ich nochmal sage. Alhamdulillah. Jetzt zu dem Thema von heute. Eigentlich eher ein Thema, wie gesagt, es sind sowieso die meisten, ich denke 99% der Leute sind hier wahrscheinlich Muslime. Das Thema von heute ist das Herz. Das Herz eines Muslims. Das ist das Thema. Und als allererstes, bevor man anfängt über dieses Thema zu reden, sollte man sich über eine Sache klar sein. Es wird ein Tag kommen, an dem getrennt wird. Yawmul Fasl. Der Tag, an dem getrennt wird. Das heißt, da wird unterschieden zwischen den Leuten, die ins Paradies gehen, und zwischen den Leuten, die in die Hölle gehen. Und deswegen sollte sich jeder bewusst sein, viele von uns wissen, es wird im Jenseits eine Brücke geben, die ist schärfer als ein Schwert und dünner als ein Haar, über das die Gläubigen drüber gehen müssen. Einer wird drüber gehen wie ein Blitz, einer wird drüber gehen wie ein Augenzwinkern, einer wird krabbelnd drüber gehen, einer wird laufend drüber gehen, verschieden, je nach deinen Taten. Aber die Brücke, die über die Hölle führt, die hat hier angefangen, du bist schon auf der Brücke drauf. Du bist jetzt schon auf der Brücke, weil jetzt, wie du jetzt deine Taten machst, wie du jetzt deinen Glauben, wie du jetzt Taten vollbringst und wie du jetzt glaubst und wie du jetzt deine Frömmigkeit zum Ausdruck bringst und im Inneren trägst, das entscheidet, wie du über die Brücke gehen wirst. Deswegen bist du jetzt, die Brücke hat jetzt schon angefangen, Alhamdulillah. Jetzt, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was passieren wird? Wo das Endziel sein wird von jedem, entweder das Paradies oder die Hölle. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über das Paradies? Der Hadith, heiliger Hadith, der alles umfasst. Inni a'dattu li'ibadi s-salihina ma la'aynun ra'at wa la'udhunun sami'at wa la khata ala qalbi bashar. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört hat, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Deswegen alles, was du hier siehst, Urlaub, Genuss, Auto, Fahrrad, egal was du hast, alle diese Dinge sind nur ein trügerischer Genuss. Aber das jenseitige Leben ist das wahre Leben. Das ist kein Zeitvertreib und Spiel, das ist das wahre Leben, das eigentliche Leben, für das du lebst, wo du jetzt schon auf der Brücke bist. Und was ist die Alternative dafür? Die Alternative dafür ist, dass die Hölle, Jahannam, Al-Jahim, An-Nar, As-Sakar, die Hölle. Was gibt es dort? Dort gibt es für diejenigen, die nicht geglaubt haben, die den Glauben verweigert haben, die Taten ganz ausgestrichen haben. Was gibt es dort für die? Dort gibt es für sie ein Feuer. Das Feuer 70 Mal heißer als alles, was hier auf der Erde gibt. Und dort gibt es was für Speisen? Eiter,
Für einige Leute gibt es Eiter, für einige Leute gibt es heiße Getränke, für einige Leute gibt es vom Baum Zakum. Die schlimmste Speise. Eine Strafe, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und deswegen, subhanallah, hat Allah hat dir den Weg leicht gemacht. Ist eigentlich ganz leicht. Was ist daran leicht? Der Prophet sallam sagt zu Mu'adh ibn Jabal, sagt er, als er hinter ihm war, sagt er, weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist, das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Er sagt, das Recht Allah gegenüber seinen Dienern ist, dass sie nur ihn alleine dienen. Und das Recht der Diener gegenüber Allah ist, dass wenn sie dies tun, dass Allah sie nicht bestrafen wird. Du wirst auf keinen Fall für Ewigkeit in der Hölle bleiben. Wer Islam annimmt und danach lebt, Alhamdulillah. Jetzt, was sagt Allah im Koran? Allah sagt im Koran über diesen Tag einen ganz wichtigen Vers, den vielleicht viele von uns schon gelesen haben, aber die wenigsten verstanden haben. Was gibt es? Genau, wenn nachher Fragen sind, die Fragen werden nachher auf Zettel geschrieben, ja? Wie bitte? Ja, Bruder, verteil das nachher, wir machen eine kurze Pause, weil ansonsten, das macht total die Unruhe. Allah sagt im Koran einen ganz wichtigen Vers, er erwähnt im Koran einen ganz wichtigen Vers, der dir diesen Weg klar macht, wie du ins Paradies kommst, wie du dich retten musst. Jetzt, ich erkläre nur diesen Vers und du wirst sehen, wie viel in diesem Vers vorhanden ist. Und du hast ihn bestimmt schon mal gelesen. Allah sagt im Koran, يَوْمَ لَيَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ein Tag, an dem einen weder Kinder noch Vermögen etwas nützen. Das heißt, du hast so viele Kinder, die können dich nicht retten. Du hast so viel Vermögen, das Vermögen kann dich an diesem Tag nicht retten. Das hast du im Diesseits gehabt. Was rettet dich an dem? إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Außer wer zu Allah kommt, mit einem unversehrten, gesunden, reinen Herz. Das wird ihn retten. Subhanallah, der reichste Mann der Welt, was würde er am jüngsten Tag bringen, wenn er die Botschaft verleugnet hat? Nichts. Was wollen deine Kinder für dich machen? Nichts. Wenn Allah nicht ihnen die Erlaubnis gibt, für dich Fürsprache zu machen, oder du zu den muslimischen Übeltätern gehörst, dass für dich nicht erlaubt wird, Fürsprache zu machen, dann bist du für immer verloren. Was sagt Allah im Koran? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَ. Und wenn der ohrenbetäubende Schall kommt, was ist dann? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُّ مِنْ أَخِي. An einem Tag, wo jeder vor seinem Bruder flieht. وَأُمِّهِ وَأَبِي. Und seiner Mutter und seinem Vater. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي. Und vor seiner Frau und vor seinen Kindern. Warum? Warum an diesem Tag fliehst du vor ihnen? لِكُلْ إِمْرِ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذِنْ شَأْنُوِي يُغْنِي. Jeder hat an diesem Tag genug mit sich selber zu tun. Du bist an diesem Tag, wenn du die Hölle vor dir siehst, sie wird mit 70.000 Zügeln herangezogen. Und du weißt, es ist die Zerstörung. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورًا. Wenn sie in sie hineingeworfen werden, dann hören sie berstend, brüllend. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْثِ. Fast berstend vor Wut. So wird die Hölle ankommen. Was wirst du da machen an dem Tag? Deswegen ist für dich dieser Vers wichtig. يَوْمَ لَيَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Du willst dich fragen, meine Kinder nützen mir nicht. Du musst dich fragen, meine Kinder nützen mir nicht. Mein Vermögen nützt mir nicht. Mich nützt nur, was nützt mir etwas? Ein Kalb, ein Herz, das unversehrt ist. Da musst du dich fragen, was ist das? Kalbun Salim. Was ist dieses Herz? Und es gibt drei verschiedene Arten von Herzen. Das tote Herz, das lebendige Herz und das Kalb Salim, das gesunde Herz. Das sind die Herzen. Deswegen analysiere dich selber, welches Herz du hast. Was ist das lebendige Herz, das unversehrte Herz? Das unversehrte Herz ist ein Herz, das nur für Allah schlägt. Der Führer, dieses Herz nimmt als Rechtleitung die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieses Herz urteilt nach dem, was der Prophet, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Dieses Herz liebt Allah und liebt für Allah. Subhanallah, hast du dieses Herz?
Was ist, wenn du morgens aufstehst? Was ist dein erster Gedanke? Gebet? Wie dienst du Allah? Was ist dein Gedanke, wenn du heiratest? Woran denkst du? Ist der Mann religiös? Ist die Frau religiös? Was ist dein Gedanke bei der Arbeit? Ach, wie viel verdiene ich? Oder willst du als allererstes gucken? Ist der Job auch erlaubt? Ist das halal? Oder arbeite ich als Disc-Job in der Disco? Das ist einer der Punkte, woran du das erkennen kannst. Und hier möchte ich, und ein Zeichen, weil jeder Mensch macht Fehler, für ein gesundes Herz ist, dass ein gesundes Herz die großen Sünden als etwas Gewaltiges sieht. Also die kleinen Sünden als etwas Gewaltiges sieht. Und ein Zeichen für denjenigen, der ein krankes Herz hat, ist, oder für einen Heuchler, dass er große Sünden als etwas Kleines sieht. Es war ein Junge gewesen zur Zeit des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat ihn geschickt, eine Aufgabe zu erledigen. Und dieser Junge ist in ein Haus reingegangen, hat die Tür geöffnet und sah eine Frau, wie sie sich am Baden war. Was hat er gemacht? Aus Reaktion heraus hat er noch etwas mehr hingeguckt, weil ihm hat dieser Anblick gefallen oder so, und hat noch etwas hingeguckt, wo die Frau am Baden war, und hat sie nur etwas kurz einen Blick hinterhergeworfen. Was ist passiert mit diesem Jungen? Dieser Junge ist gegangen und hat geweint. Er hat geweint wegen dieser Sache. Er hat geweint wegen diesem Anblick. Subhanallah. Wegen diesem Anblick hat er geweint. Was ist mit uns? Subhanallah. Ich rede jetzt mal nur von mir. Nur von mir, ja? Subhanallah, wie das Herz krank ist. Ich bin heute bei der Arbeit und ich habe über diesen Hadith nachgedacht. Bei mir auf der Arbeit, subhanallah, möge Allah mir was Besseres geben, Amin, ja? Das siehst du auch. Die Frauen am Rumlaufen, hin und her gekleidet, jetzt kommt der Sommer. Und was denkst du? Ja, okay, du guckst weg und so, guckst dich so hin, aber es ist nicht so dieses Bewusstsein da, dass du eigentlich dafür weinen müsstest. Subhanallah. Ja? Das prallt ganz klar an dir ab. Kein Problem. Und so kommst du, was ist mit diesem Jungen passiert? Der hat gesagt, ich bin ein Heuchler. Ich bin ein Munafiq. Guck, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe diese Frau gesehen und habe diesen Anblick genossen und er hat gesagt, ich bin ein Heuchler und ist geflüchtet, ist nicht mehr zum Propheten zurückgegangen, weil er sich geschämt hat. Subhanallah. Und er hat sich in die Gebärde versteckt. Familie, wisst ihr, Prophet sallam? Und das ist der Prophet sallam, der sich um seine Gefolgsleute Sorgen macht. So musst du auch sein. Dich um den Kleinsten in deiner Gruppe, dich um den Kleinsten in deiner Gemeinschaft Sorgen machen, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich um den kleinsten Menschen, obwohl er der Führer war, hat er sich wegen einem kleinen Jungen Sorgen gemacht. Wo ist dieser Junge? Hat Umar al-Khattab geschickt, ihn zu suchen. Und er hat ihn gefunden, und dieser Junge wollte nicht mit zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, er hat geweint und weiter geweint, weil er hat gesagt, ich bin ein Heuchler. Was sagt Allah über die Heuchler im Koran? Allahumma inna na'udhu bika min nifaq. Er sagt, innal munafiqina fi daraki asfali minan nar. Die Heuchler sind im tiefsten Feuer. Was ist passiert? Er wurde zum Propheten gebracht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, und dann kam zu ihm Malikul Maut, und er ist gestorben und hat vorher noch die Shahada gesagt. Aber was ist mit uns heute? Jetzt kommen wir zum Krankenherz. Geh mal durch die Stadt. Da siehst du die Unterwäschenwerbung. Und dann gehst du so. Und dann dreht sich der Kopf mit dir um. Du siehst irgendwo etwas im Fernsehen. MTV, die sind am Tanzen da, du bist ja so am Angucken. Wo das eindeutig das kranke Herz, guck, was dieses gesunde Herz hat, geweint. Ach, was machst du? Du bist nur am Glotzen. Ich bin nach links, nach rechts im Auto, dies, das, Rückspiegel und so weiter und so fort. Da weißt du schon, Bruder, dass du ein Problem hast. Wir haben gesagt, wem wird etwas nützen? Das gesunde Herz. Ach, das gesunde Herz wird dir etwas nützen. Was ist das kranke Herz? Das kranke Herz ist das Herz, es hat zwei Rufer. Der eine Rufer ruft in die Moschee und der andere Rufer ruft in die Disco. Dieses Herz hat Glauben, glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala, aber dieses Herz hat zwei Rufer. Hat Probleme, diese ganze Sache zu verarbeiten, richtig zu praktizieren. Handeln, und du siehst die meisten Leute, wirklich, oder
Also 99,9% auf jeden Fall, Bruder. Das heißt, wir brauchen Medizin. Und ein Symptom von diesem kranken Herz ist was? Dass es nicht erkennt, wie gefährlich diese Taten, die es macht. Also der Besitzer dieses Herz, ein Symptom von ihm ist, man sieht, dass er sich nicht bewusst ist, wie gefährlich diese Taten für einen sind. Und jetzt kommen wir zu was? Kommen wir zum Bewusstsein von der Sünde. Was ist eine Sünde? Viele von uns denken, ach Sünde, hast du eine Sünde, wird ein bisschen geschrieben, irgendwann wird es auch wieder ausgelöscht. So einfach ist das nicht. Du musst jede Sünde als ein Verbrechen ansehen. Als ein Verbrechen gegenüber Allah musst du jede Sünde ansehen. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Weil, was viele Leute vergessen, dann hörst du den Spruch, ich bin noch jung. Wenn ich 65 bin, dann gehe ich zur Hajj. Dann wird mir alles vergeben, dann ist okay, dann fange ich an. Als allererstes, die erste Frage ist, liebst du Allah? Wenn ich heirate, dann ziehe ich das Kopftuch an. Wie 99% der Frauen sagen. Oder 90. Liebst du Allah? Trägst du das Kopftuch für deinen Mann oder trägst du es für Allah? Für wen trägst du das Kopftuch? Für Allah. Für wen betest du? Für Allah. Liebst du Allah, dann fängst du jetzt an. Oder meint dir jemand, die Liebe zu Allah ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Liebe zu einer Frau, aber nur jetzt als Vergleich, damit man es besser versteht. Wenn jemand eine Frau liebt, meinst du, er würde sagen, ja okay, in 30 Jahren heirate ich die. Subhanallah. Man wird nie einer auf die Idee kommen, er wird sagen, Mensch, der Vater, der will noch bis zum Sommer warten, 6 Monate, ich will die jetzt heiraten. Subhanallah, was ist mit dir? Was ist mit der Liebe zu Allah? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Und diejenigen, die glauben, sind heftiger in der Liebe zu Allah. Deswegen diese Behauptung, ich fange mit 45 an, ist sowieso schon mal in diesem Prinzip, aus dieser Perspektive der größte Quatsch. Dann der zweite Quatsch ist, wer gibt dir überhaupt die Garantie, dass du so alt wirst? Wer gibt dir überhaupt die Garantie, dass du hier rausgehst aus der Tür und nicht platt gefahren wirst von irgendeinem Auto? Wer gibt dir die Garantie? Keiner. Wer gibt dir die Garantie, dass du nicht heute Abend Malikul Maut zu dir kommst? Komm, denk zurück, ein Jahr. Wer ist in diesem Jahr gestorben? Denk zurück, 5 Jahre. Wer ist in den 5 Jahren gestorben? Und dann hörst du auf einmal, gestern war er noch bei dir gewesen. Was, echt? Mohammed ist gestorben. Saleh ist gestorben. Fatima ist gestorben. Mensch, die waren doch gestern noch hier. Mit denen war ich doch in der Schule. Mit denen war ich doch im Kindergarten. Die kenne ich doch schon immer. Das war doch meine Tante, mein Onkel. Und auf einmal sind sie weg. Kommen sie in das Grab rein und dann ist es vorbei. Und du kannst morgen der Nächste sein. Das heißt, wer gibt dir die Garantie, dass du es bis dahin schaffst? Und hast du gedacht, du könntest Allah veräppeln? A'udhu billah. Dann bist du an der falschen Adresse. Definitiv an der falschen Adresse. Wenn du denkst, du könntest mal noch, ja komm, irgendwann fange ich mal an. Glaub es mir, warum? Weil jetzt kommen wir zum zweiten Problem. Denn die Sünde ist nicht nur etwas, was geschrieben wird. Ist nicht nur etwas, was Allah weiß von dir. Die Sünde ist etwas, was dein Herz krank macht. Die Sünde ist etwas, was dein Herz dreckig macht. Die Sünde ist etwas, was Einfluss auf dich hat. Warum? Weil Allah sagt das im Koran. رَعَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَكَانُوا يَكْسِبُونَ Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen niedergelassen. Ist verdeckt. Du siehst die Wahrheit nicht mehr. Du willst zurück, du kommst nicht mehr zurück. Das ist das, was deine Taten vorausgeschickt haben. Du hast dir den Weg verbaut. Wie jemand, deswegen ist jemand, der sagt, ich fange mit 40 an, ist wie jemand, der ins Meer hineinschwimmt und er ist schon 500 Meter rausgeschwommen und dann sagt man zu ihm, komm wieder zurück. Das ist gefährlich. Du schaffst das sonst nicht mehr zurück, vielleicht kommt eine Strömung. Und er sagt, warte mal, ich schwimme noch eine Stunde raus, dann komme ich wieder zurück. Aber was passiert in dieser Stunde? Umso weiter du reinschwimmst in das Meer der Sünden, umso schwerer wird es, wieder an das sichere Land zu kommen. Was ist das sichere Land? Das Praktizieren des Islam. Deswegen, umso mehr du versuchst, umso länger du wartest, umso schwieriger wird es. Glaub es mir. Du gehst raus ohne Kopftuch. Dann geht der Zeiger direkt hoch. Denk, 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 jeder Mann, der dich sieht. Du betest nicht sowieso.
Katastrophe, braucht man gar nicht drüber zu reden. Freundin, Hand in Hand durch die Stadt gehen, la 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 la. Jeder Schritt, Achi. Da muss man Angst haben, sowieso, bei dem reden wir nicht mehr, wer sowas bringt, bei dem reden wir nicht mehr von lebendigen Herz, reden wir nicht mehr vom kranken Herz, wer so eine Aktion bringt, bei dem reden wir von mehr tot als lebendig. Das ist das kranke Herz, das Herz mit den zwei Rufern. Jetzt kommt das tote Herz. Was ist das tote Herz? Kein Rufer. Ach, komm, lass mich in Ruhe damit. Ach, komm. Kannst du erzählen, was du willst? Da kannst du erzählen, was du willst, bringt gar nichts mehr. Und wie schon gesagt, derjenige, der mit seiner Freundin durch die Stadt läuft und schämt sich noch nicht mal, obwohl Allah das verbietet für Mann und Frau, bei dem, der ist wahrscheinlich mehr tot als lebendig. Wenn er das noch heimlich machen würde, dann würden wir sagen, ja, der schämt sich wenigstens, dass er sowas macht. Der hat die, wir sagen nicht, dass das erlaubt ist, aber wir sagen, der schämt sich wenigstens. Viele Leute haben die falsche Einstellung, die sagen, ja, wenn, muss man es offen machen. Nein, falsch. Weil wenn du es offen machst, wenn du es offen machst, du motivierst andere Leute dazu. Und zweitens zeigt das nur, dass du kein Schamgefühl hast. Und die Scham gehört zum Glauben. Und das zeigt, dass du es vielleicht sogar als Halal ansiehst, als erlaubt. Und dann hast du sowieso mit Islam nichts mehr zu tun. Weiter im Text. Jetzt fragen wir uns natürlich, wir haben vom kranken Herz geredet, wir haben vom toten Herz geredet, wir haben vom gesunden Herz geredet. Wie kommt es zu dem kranken Herzen? Wenn wir zum Beispiel eine Krankheit haben, du hast Schnupfen oder Halsschmerzen oder irgendetwas, ja, wodurch wird das erregt? Wodurch kommt diese Krankheit? Wenn jemand Arteriosklerose hat, woher kommt das? Verschiedene Einflüsse, zu viel Cholesterin gegessen, geraucht. Warum hat der Lungenkrebs geraucht? Warum hat der Schnupfen? Der hat eben verschiedene Bakterien, ist mit verschiedenen Bakterien in Berührung gekommen. Woher kommt die Krankheit im Herz? Woher kommt die? Und da gibt es vier Gifte für das Herz, die wir erwähnen. Und wenn man sich von den Giften fernhält, dann ist man schon mal gewappnet. Dann ist man schon mal gewappnet dagegen, dass man keine Erreger mehr bekommt. War er das? Gut, dass Stefan Rahm nicht hier ist. Okay. Lief er jetzt über die Straße mit La ilaha illallah? Alhamdulillah. Das ist Dauer. Ich weiß nicht, ob die so positiv ist, aber egal. Auf jeden Fall, subhanallah, das erste Gift, was man hat, ist was? Das erste Gift ist schlechtes Gerede. Das ist das erste Gift fürs Herz, was das Herz vergiftet. Und der Prophet, der sagt, أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْفَمُ وَالْفَرْجِ. Das, was die Menschen am meisten in die Hölle bringt, ist das, ist der Mund und die Geschlechtszeile. Weil damit diese Sünden begangen werden. Subhanallah. Das ist das, womit am meisten, was die Menschen am meisten in die Hölle bringt. Und der Prophet sagt auch in einem Hadith, sinngemäß, sagt er, einer spricht ein Wort, dem er nichts beibemisst und steigt damit Stufen bei Allah auf. Und einer spricht ein Wort, mit dem er nichts beibemisst und stürzt damit hinab in die Hölle. Und dann sagt der Prophet einen sehr wichtigen Hadith, subhanallah, der, den man richtig betrachten muss, der heißt, Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Falyakul khayran aw liyasmut. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes reden oder schweigen. Er sagt hier nicht, der soll keine schlechten Sachen reden. Er sagt, der soll Gutes reden oder schweigen. Das heißt, wenn du irgendetwas reden willst, was keinen Nutzen hat, dann ist es besser, ist nicht haram, ist besser für dich zu schweigen. Warum? Weil durch das unnötige Gerede kommst du schnell in die Sünde rein. Und die meisten Sünden werden mit dem Mund begangen. Wo zum Beispiel? Du redest über andere, oder du verbreitest Lügen, oder du begehst Kufr mit dem, was du sagst. Subhanallah. Deswegen ist es so gefährlich, das, was im Mund zwischen den zwei Lippen ist, dass man aufpasst, was man redet. Davon muss man sich fernhalten. Es ist gut, wenn man das weiß. Denke daran, und wenn du mit dem Bewusstsein lebst, dass du sagst, dies ist etwas, was eine Krankheit für dein Herz hervorrufen kann, dann bist du gewappnet, dann bist du dir bewusster, wie gefährlich es ist. Weil, wer weiß, welche Sünde dein krankes Herz zum Sterben bringt? Wer weiß?
Du weißt es nicht. Weil irgendwann ist Ende. Irgendwann wird das Licht ausgeblasen. Subhanallah. Dann, das zweite, was man sagt, ist zu viel essen. Das heißt nicht, dass man nicht essen darf. Nicht einfach, aber hier, so Gott, und du isst immer weiter, ja? Weil der Prophet sagt, es gibt kein übleres Gefäß bei Allah, was man füllen kann, außer der Magen. Deswegen soll ein Muslim normalerweise so essen. Und ich muss mich auch dran halten, dass ich wieder 10 Kilo abnehme, inshallah. Aber inshallah. Auf jeden Fall, ein Drittel soll für die Flüssigkeit sein, ein Drittel für Nahrung und ein Drittel soll frei bleiben. Und wenn man so isst, alhamdulillah, dann wird man auch nie so richtig dick werden. Und das ist auch ungesund. Aber auf jeden Fall ist auch eine Sache, die vom religiösen Standpunkt her eine Krankheit bringen kann. Jetzt, nächster Punkt. Nächste Gift sind schlechte Blicke. Da haben wir eben schon drüber geredet. Und die Gelehrten sagen, dass der Blick wie der Giftpfeil des Satans ist. Du musst dir so ein Bewusstsein haben, dass du sagst, jeder Blick, den du hast, ist wie ein Krankheitserreger für dein Herz. Stell mal vor, wenn du mit diesem Bewusstsein rausgehst, wie sich deine Blicke verändern. Jetzt, wie sind deine Blicke? Weil du bist jetzt gar nicht bewusst, was du machst. Die Frau kommt vorbei. Normalerweise der muslimische Blick muss so sein. Du guckst du runter. Aber jetzt, wie ist der Blick? So ist der Blick jetzt. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja, stimmt so, habe ich recht. Danke. Ach, ich habe recht? Nee, stimmt, oder? Okay. Wenn man sich dieser Sache bewusst ist, dass dies ein Gift für dich ist, dann bist du wirklich richtig gewappnet. Und Allah sagt auch im Koran, er ermahnt zuerst die Männer, sie sollen ihre Blicke runterschlagen, dann ermahnt er danach die Frauen. Vielleicht liegt das daran, weil die Männer mehr gucken. Was habe ich gesagt? Ja, oder senken. Ja, sollen die senken, danke. Bessere Übersetzung, Jazakallahu khair. Dann, das nächste Gift ist der schlechte Umgang, mit dem du rumhängst. Und glaub es mir, beobachte mal deine Umgebung. Beobachte mal irgendjemand, der war ein vernünftiger Mensch gewesen, auf einmal läuft er mit den Übeltätern rum. Nach 4 Wochen